Herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown und Elerium wird bald erforscht sein, das ist doch schon mal was. Außerdem Credits haben wir auch ordentlich zur Verfügung. Es läuft also gerade sogar halbwegs. So, in 3 Tagen können wir auch anfangen, das Kraftwerk zu bauen. In 18 Tagen sind Satelliten wieder fertig. Also mehr oder weniger gut läuft es im Moment. Deshalb kann man hier auch erstmal Aktivitäten scannen und ein neues Forschungsprojekt in Auftrag geben. Okay, wir können dieses Element nicht herstellen, das wissen wir schon, und wir können den Pulsbogen verbessern. Wenn wir die Energie unserer Pulsbogen erhöhen, sollte das die Betäubungschance im Kampf signifikant erhöhen. Klingt nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht besser mal Skelettanzug, Präzisionslaser oder sowas noch entwickeln. Oder vielleicht sogar die Titanrüstung. Jagdflugzeug könnten wir auch gebrauchen. Aber machen wir erstmal eben den Außenwärter. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Und dann, ne, Moment, scannen will ich jetzt erstmal noch nicht. Es gibt noch 2 Sachen, die ich machen möchte, die mir so gerade noch eingefallen sind. Und zwar möchte ich zum einen nochmal zur Offiziersschule. Um, ja, die Truppgröße können wir mal ganz gut erhöhen. Ja, ich weiß nicht, wir haben ja auch nicht so viel Geld zur Verfügung. Stirb mir nicht weg, wäre vielleicht nur ganz gut. Ah, aber mit dem Geld ist im Moment so ein Problem. Obwohl, ich glaube, das Ding gönnen wir uns noch. Und dann möchte ich nochmal kurz in die Technikabteilung, in die Gießerei. Der verbesserte Pulsbogen benötigt Drohnenwracks. Na super. Tarnsatelliten gibt es auch. Moment, was macht das denn? Wenn wir unser Satellitennetzwerk so umrüsten, dass es die Kommunikation der Aliens imitiert. Oh. Oh, für 150. So teuer. Aber machen wir. Also, die Gießerei ist bereit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Das ist ein ziemlich großes Problem. Gut, damit haben wir schon wieder eine Menge Geld für diesen Monat rausgeworfen. Aber sind ja schon ganze 4 Tage um. 3 UFO-Flugcomputer für 161 Paragraphen-Credits. Ja, liefern wir aus. Und dann scannen wir mal weiter. Abgeschlossen. Oh, wieder Entführung. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Warum müssen die Aliens eigentlich immer 3 Orte gleichzeitig angreifen? Also, bei Ägypten würden wir einen Scharfschützen bekommen. Argentinien fällt, glaube ich, ganz weg. Da ist die Panik überhaupt nicht vorhanden. Scharfschütze-Captain. Sehr schwerer Einsatz, dafür ist da auch die Panik am höchsten und die anderen Einsätze sind eigentlich auch schon schwer. Ach, machen wir es mal. Wir können ja jetzt auch 6 Leute dabei haben. Nehmen aber vielleicht keinen stinknormalen Rekruten mit. Obwohl, wir müssen einen stinknormalen Rekruten mitnehmen. Wir haben sonst niemanden mehr. Oh, das ist natürlich wieder schlecht. So, dann bekommt aber einer auf jeden Fall noch einen Pulsbogen. Und der Rekrut bekommt noch zum einen die Schalenrüstung und zum anderen ein Lasergewehr. So, du bist auch noch ohne Schalenrüstung. Kommst dir also auch mal eben. Ja, und bei Thunder bleiben wir auch mal.
denen muss ich dann nicht ganz so viel Angst haben. Ich überlege gerade. Ich glaube. Ne, Moment, ich muss das anders machen. Ich glaube, du bekommst besser einen Scope. Weil du noch ein Lasergewehr hast. Und du bekommst dafür das Medikit. Zack. So, Sander kann ja nichts im Rucksack haben. Na denn. Einsatz starten. Oh Gott. Ich meine, die Aushubarbeiten sind inzwischen fertig. Das heißt, als nächstes wird auch noch ein Kraftwerk gebaut. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Okay, also das Übliche. Das Gebiet sieht mir, ja, da mit dem Platz ziemlich offen aus. Also vielleicht nicht unbedingt so zu begrüßen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir halbwegs gut da noch Deckung finden können. Und ich hoffe auch, dass das hier halbwegs schnell noch geladen wird. Mit halbwegs schnell meine ich wirklich halbwegs schnell. Ich habe vor der Mission gerade irgendwie ziemlich viel Angst, weil so viele erfahrene Soldaten können wir jetzt nicht dabei haben, einfach weil die einen auch noch krank sind. Also verletzt sind. Das heißt, das könnte schon problematisch werden. Und eigentlich möchte ich nicht unbedingt einen Soldaten verlieren. Aber gucken wir mal. Auf jeden Fall darf ich nicht den Fehler machen und zu weit vorrücken, weil ich davon ausgehe, dass er sowieso kein Alien ist. Mir fällt gerade auf, man sieht Thunder gar Central, nicht. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Okay. Ziemlich viele Autos. Autos sind sehr beunruhigend. Wir rücken erstmal ein Stückchen vor. Aber hier wird nicht gespurtet. Du findest vielleicht auch hier vorne am Auto noch eine gute Deckung. Dann gehst du da in die Ecke. Du guckst auch noch in Richtung rechts. Wo ich natürlich wieder nicht weiß, wo die Aliens überall sein könnten. Deshalb gehst du noch nach vorne. Und du. Gehst mal bis nach da. Du kannst ja irgendwie sowieso nicht in Deckung gehen. Und dann Feldposten für alle. Feldposten, Feldposten und Feldposten. So, dann sollen die sich mal zeigen. Das ist eine sehr schwere Mission, müssten also 10 Aliens sein, wenn das so ist, wie es sonst auch mal bei den schweren Missionen war. Ich weiß das natürlich nicht. Ich meine, es waren ja immer 10. Wir können bis da schon laufen. Sind dabei natürlich ein bisschen ungedeckt nach rechts. Ach, mach mal trotzdem. Aufgepasst, der Feind rollt an. Weil die sind ja sowieso vorne. Das ist ein schönes Bild hier. Okay, einen sehen wir. 40%. Ja, der kann, glaube ich, ganz gut treffen. Versuchen wir es einfach mal. Ah, ruckel, ruckel. Auf jeden Fall hat es hingehauen.
Es ruckelt immer noch. Ist ja unverschämt hier. So. Das Ding ist doch mal das erste, was ihm fährt. Okay, niemand zu sehen. Dann geh du mal da in Deckung. Mach Feldposten. Du begibst dich da in die Ecke. Und machst Feldposten. Du machst auch Feldposten. Und du Feldposten. Du? Ja, du läufst mal nach hier und machst Feldposten. Nee, Feldposten. Na, geht doch. Okay, da kommt der wieder. Sie wollen mich zurückziehen. Oh Gott, und da kommt die wieder. Die sind natürlich schon recht gefährlich. Vor allem dann, wenn man nicht trifft. Aber da hinten habe ich gerade gesehen, zwei sind wohl vergiftet, weil die so dämlich waren und die Wolke ihres Kollegen betreten haben. Also ich überlege gerade, so eine Rakete könnte man hier doch richtig gut reinzimmern. Am besten glaube ich sogar hier hin. Vielleicht treffen wir damit sogar alle vier. Ich weiß es nicht. Das scheint mir ganz sinnvoll. Wow, okay. Irgendwas ist mit meinem PC heute. Ist ja schlimmer als sonst. Okay, hier haben wir Sicht auf zwei. Beide schon ziemlich verwundet. Ne, drei. Bei 70% Trefferchance bei allen. Ne, bei dem nur 30. Okay, dann schießen wir erstmal ihn weg. Ich hätte vermutlich erst gucken sollen, wen die anderen noch so sehen können. Den kannst du noch sehen, ach so, niemand. Sag das doch gleich. Ne, da wollen wir nicht hin, sonst werfen die eine Granate. Ich glaube, wir wollen da hin. Dann von hier aus Feldposten machen. Dann sind wir noch ein bisschen weiter vorne. Du gehst mal. Na, vielleicht auch noch weiter nach vorne. Ich weiß es gerade nicht. Ja, mach mal stumm und Schuss. Eine mit tödlicher Geschwindigkeit. Dann gehst du da hin, bist du in Deckung. Und damit einmal Feldposten. Für euch beide gilt, dass ihr weiter nach da vorrückt. Und wir auch die Möglichkeit haben, nachher zu flankieren. Okay. Ziel erfasst. So, Ellenaktivität und unser Feldposten schießt schon mal. Einer hat nicht getroffen, der andere dafür aber. Und es ruckelt schon wieder, das kann nicht wahr sein. Okay, man kann gespannt sein, was die jetzt machen. Der schießt auf jeden Fall und haut uns die Deckung schon mal weg. Immerhin sehr geordnet weggehauen. Das gesamte Blumenbeet ist einfach nur eingeebnet. Au. Oh, das war jetzt wirklich sehr knapp. Du gehst mal besser da in Deckung. Und du müsstest ja eigentlich ein Medipack verabreichen. Also machen wir das auch mal. Ich bewege. Sehr gleich, sie hat's nötig. So, du kannst schießen. Auf den da oben 60% Trefferchance. Hau ihn weg. Sehr gut. Dazu. Du bewegst dich erstmal nach da.
dann noch näher ran. Und ich glaube, auch mit dir ziehen wir jetzt mal wieder mehr in diese Richtung. Aber das recht langsam. Für dich gibt es ja leider auch keine schöne neue Deckung. Machst du also mal da Feldposten. Du stellst dich da in die Ecke. Und machst hier Feldposten. So, da kommt wieder einer. Bitte triff. Nein, doch, du triffst sogar. Tschüss. Ausgezeichnet. Wenn wir den jetzt noch wegkriegen, wäre es auch recht gut. Schaffen sogar. Die hatten wir hier gut unter Kontrolle, muss man wirklich sagen. Mit den ganzen Feldposten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sind da jetzt noch mehr oder waren das alle? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir uns dann doch langsam mal hierhin begeben. So, zuerst mit Thunder. Also dem mechanischen Thunder. Nichts zu sehen. Du musst ja auch mal da rein, tritt die Tür ein. Aus Feldposten. Na, sonst teilen wir uns, glaube ich, hier auch wieder mal in zwei Dreier-Teams auf. Die einen rechts, die anderen links rum. So, dass wir im Zweifelsfall von zwei Seiten kommen können, ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Wie sich das vielleicht auf den ersten Blick anhört. Vor allem, wie sich das auf den ersten Blick anhört, wie es auf den ersten Blick aussieht, meine ich natürlich. Hier jetzt das große Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da am besten hinkomme. Haben wir hier einen Sturmsoldaten bei? Nein, haben wir nicht. Ich glaube, du rückst mal bis zur Bank vor. Machst Feldposten. Du machst ja dann auch Feldposten. Und du spurtest erstmal nur bis zum Grund. Warten wir mal ab, vielleicht kommt ja noch jemand. Nein, sieht mir nicht danach aus. So, bis wo kannst du normal laufen? Warum wird mir das gerade nicht angezeigt? Also, okay. Bis dahin kommst du auch ohne zu sprinten. Und du kommst immerhin bis zum Fenster mitsprinten. So, weiter geht's dann hier drin. Fährst mal ein Stückchen. Und da sind die nächsten. Und hoffentlich auch die letzten. Okay. Vielleicht sollten wir uns dann doch lieber mit dem Teil nochmal ein bisschen zurückziehen. Komm, zurück. Dann begeben wir uns einmal hier in Deckung. 20%, das ist mir zu wenig. Dann machen wir lieber Feldposten, vielleicht rennt er dann aus seiner Deckung gleich raus. Ja, wo wir mit dir hingehen, weiß ich gerade gar nicht. Geh mal da in den Raum rein. Und dann platziere ich hier neben der Tür. So. Eure Aufgabe heißt jetzt flankieren. Beziehungsweise deine Aufgabe heißt erstmal, du kommst hier noch in die Nähe. Deine Aufgabe heißt mal Feldposten. Vielleicht bewegen die sich ja so ganz dämlich und kommen dann hier vorbei, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist. Gut, ich habe keine Ahnung, was die jetzt gemacht haben. Ich habe auch das Riesenproblem, dass wir hier keine Deckung haben. Ja gut, ich würde mal sagen, wie wir jetzt hier weiter vorgehen, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Es sind ja schon wieder fast 20 Minuten rum. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, euch einen schönen Tag und ciao.